Ja, kommen wir zur Verwaltungsorganisation Teil 7. Wir hatten uns beim letzten Mal mit der Besoldung und Vergütung beschäftigt. Ich habe Ihnen auch die aktuellen Zahlen mal gezeigt und hatte hier zum Abschluss des letzten Streams Sie gebeten, sich diese Fragen mal zu stellen, wenn man darüber nachdenkt. Einmal eben, ist dieses System gerecht, ist es sinnvoll und motivierend und unterstützend eben dazu diese zwei Dokumente 3 und 4. Das eine ist eben dieses Dokument gewesen mit dem Thema In-sich-Beurlaubung und das andere ist das Dokument gewesen von der Firma EY, dieser Jobstudie aus 2015. Jetzt muss man generell berücksichtigen, hier gibt es jetzt bei diesen ganzen Fragen kein Schwarz, kein Weiß, kein richtig, kein Falsch. Also man muss da schon ein bisschen interpretieren und das Ganze sich mal ernsthaft durchdenken. Und das hat ja auch was mit Studieren zu tun, das ist eben nicht mehr Schule hier, sondern man soll sich mit diesen Fragestellungen inhaltlich auseinandersetzen. Und wenn wir in einer ganz normalen Vorlesung wären, diskutiere ich dann eigentlich ganz oft mit Ihnen auch diese einzelnen Fragestellungen. Und deswegen jetzt ist es mir oder es wäre mir als Lernziel einfach wichtig, wenn Sie das für sich, diese Inhalte einfach mal sortieren und argumentativ untermauern könnten. Das heißt also nicht, das eine ist richtig oder das andere ist falsch, sondern hier kann man sicherlich an der einen oder anderen Stelle ganz trefflich drüber streiten und so soll es ja eigentlich auch sein, wenn man ernsthaft, sage ich mal, sich weiterentwickeln will und auch diese Fragen sich ja, stellen können lassen muss. So rum, genau. Ich würde mal rechts außen anfangen mit der Frage, ist das System motivierend? Also das System kann eigentlich nicht motivierend sein, weil wir ja keine großen Anreizsysteme in diesem System haben. Das heißt also, es fehlt einfach, oder wenn Sie eine formale Voraussetzung erfüllt haben, dann kommen Sie in die entsprechende Besoldungs- oder Vergütungsgruppe. Aber es ist nicht so, das sehen Sie auch daran, weil wir ja jedes Jahr oder über die Jahre dann immer höher besoldet werden, unabhängig davon, ob ich Leistungen erbracht habe oder nicht, dass das natürlich kein anreizförderndes System sein kann. Das heißt also, egal ob ich jetzt mehr arbeite oder meine Arbeit qualitativ hochwertiger erbringe, das bedeutet dann nicht, dass ich jetzt eine Belohnung bekomme, sondern einfach nur dadurch, dass ich mich festgesessen habe in diesem System, dadurch kriege ich trotzdem dann halt entsprechend in diesen Dienstaltersstufen mehr Geld und das kann an sich nicht motivierend sein. Damit hängt ein bisschen zusammen dieses eine Dokument mit der In-sich-Beurlaubung, also dieser Fragestellung von dem damaligen Chef der Bundesagentur für Arbeit. Also da ist ja genau versucht worden, dieses System wieder motivierend zu machen. Nämlich dadurch, dass sich ein Beamter in sich beurlauben konnte, um dann höherwertige Tätigkeiten nachgehen zu können, auch temporär nachgehen zu können und dafür auch entsprechend zusätzlich entlohnt zu werden. Und gleichzeitig eben, dass der Beamte dabei seinen Beamtenstatus nicht verliert und gleichzeitig seine Pensionsansprüche auch in der Höhe weiterhin entstehen. Und im aktuellen System oder im ganz normalen System, so wie ich es Ihnen auch letztes Mal präsentiert habe, ist es natürlich so, dass Sie bestimmte, ja, ab bestimmten Eigenschaften bzw. Besoldungsgruppen eine andere Vorausbildung mitbringen können oder müssen und dementsprechend gar nicht höherwertig eingesetzt werden können. So wie das bei Ihnen beispielsweise der Fall ist, wenn Sie jetzt den FH-Abschluss dann irgendwann in der Tasche haben. Also Ihren Bachelor ist dann meistens bei eben wenn wir im A-Bereich bleiben, A14 ist genau die Grenze zwischen dem gehobenen und höheren Dienst, so ungefähr A13, A14. Das bedeutet, Sie können dann eigentlich gar keine A15 irgendwann besetzen, wenn Sie nicht, das hängt jetzt immer von der Laufbahn ab, eventuell noch einen Masterabschluss gemacht haben oder einen Universitätsabschluss oder wie auch immer. Und das hat man eben, deswegen dieser Beitrag zu dieser In-sich-Beurlaubung in der Bundesagentur für Arbeit, hat man eben erkannt und deswegen dort versucht, das System, ich sag mal, ist ja auch sehr kritisch der Beitrag, wenn man sich ihn durchliest, also auch versucht, das System ja bestmöglich zu nutzen, um doch motivierende Faktoren in diese Besoldung und Vergütung hineinzubekommen. Zu der Frage, ist das System sinnvoll? Also, wenn wir jetzt mal volkswirtschaftlich darauf schauen, dann kann dieses System nicht sinnvoll sein. Warum? Eigentlich braucht man das Geld doch dann, wenn man jung ist, wenn man eine Familie gründen möchte, wenn man ein Haus bauen will, wenn man ja,
gerade ins Leben hineinstolpert, so will ich mal sagen, dann brauche ich eben noch ein Auto, noch ein Haus, eine Wohnung, die ich mir leisten kann und so weiter. Also eigentlich bedarf ich ja am Anfang meines Erwerbslebens, brauche ich das Geld und nicht erst dann, wenn ich schon kurz vor der Rente stehe. Das gesamte System ist aber so aufgebaut, dass umso älter und umso länger ich im öffentlichen Dienst tätig bin, umso mehr verdiene ich, egal ob ich will oder ob ich nicht will. Und eigentlich, wenn man das mal überlegt, dann brauche ich das Geld ja nicht mehr, wenn ich schon 60 bin. Eigentlich wäre das genau andersrum, eigentlich viel sinnvoller, volkswirtschaftlich auch viel sinnvoller, weil ich dann das Geld natürlich auch einsetzen würde, wenn ich mir früher dann ein Haus leisten kann oder ein Auto oder den Kinderwagen und so weiter. So, ist das System gerecht? Naja, gerecht kann das aus meiner Sicht grundsätzlich nicht sein, weil es nämlich keinen Leistungsbezug hat. Wir haben keine entsprechenden Ziele. Wir haben immer nur diese formalen Voraussetzungen und das bedeutet natürlich auch, eigentlich zählt dann halt jedes Hochschulstudium irgendwie gleich, unabhängig davon, ob der Mitarbeiter jetzt besonders motiviert ist oder nicht motiviert ist. Das heißt also gerecht, dass man wirklich Leistung in irgendeiner Form honoriert, das ist überhaupt nicht der Fall. Ja, ich weiß, würden mir jetzt einige wahrscheinlich entgegenhalten, dass es in einigen kleinen Bereichen auch ein, ich sag mal, anreizgeführtes Personalwesen geben soll. Das gibt es bei uns Professoren halt auch. Aber wenn man mal da ganz genau hinschaut, sind diese Anreize im Verhältnis zur freien Wirtschaft oder diese Anteile, die da vielleicht variable Anteile sind und vielleicht weitergegeben werden, minimal bezogen auf die Gesamtsumme des Lohn- und Gehaltes. Das ist natürlich in Unternehmen anders. Wenn Sie in Unternehmen hohe Verantwortung tragen, dann kann es durchaus auch mal sein, dass Sie 50-60% Ihres Gesamteinkommens variabel sind und eben nicht fix sind. Sowas oder von solchen Situationen sind wir in der öffentlichen Verwaltung ganz weit weg. Das heißt also hier Gerechtigkeit im System im Sinne von Gleichbehandlung von oder Sanktionierung von Schlechtleistung, Belohnung von Gutleistung oder Motivation haben wir nicht. Das System gibt das einfach nicht her. Das mal hier so grundsätzlich. Wie gesagt, da kann man jetzt drüber diskutieren. Ich weiß auch, dass einige Studierende mir dann immer entgegenhalten, das ist doch aber toll, wenn wir alle gleich sind. Aber jetzt rein vom System her, und das werden Sie selber erleben oder Sie haben das vielleicht auch schon erlebt, ist das natürlich nicht motivierend. Es gibt ganz viele Situationen, wo auch Mitarbeiter im öffentlichen Dienst sagen, nein, ich will nicht befördert werden. Warum? Weil die Beförderung und die damit einhergehende Gehaltserhöhung oder in eine Entgeltstufe nach oben zu purzeln, steht in keinem Verhältnis zu dem zusätzlichen Arbeitsaufwand oder zu der zusätzlichen Verantwortung. Und deswegen ist dieses System, das werden Sie selbst wirklich erleben, sicherlich nicht ein System, wo man jetzt wirklich mit Fug und Recht behaupten könnte, dass das Ganze anreizfördernd ist, motivierend ist und so weiter. Genau, schauen wir nochmal auf diese Jobstudie von EY. Auch hier gilt es für die Fragestellung natürlich, dass das natürlich interpretationsfähig ist. Ich will nur mal ein paar Ansatzpunkte einfach mal nennen, woran das vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch tatsächlich liegen könnte. Darauf will ich nochmal kurz eingehen. Also zum einen hier diese Frage Nummer 1, das finden Sie auch am Anfang, auf der Folie oder auf dieser Präsentation oder in dieser Präsentation auf der Seite 3. Warum ist es denn oder warum beschäftigt ihr im öffentlichen Dienst eventuell zufriedener als im privaten Sektor? Ich glaube, aber das ist wie gesagt eine Vermutung oder eine Interpretation meinerseits, ist halt einfach, dass öffentlicher Dienst, da gibt es viele Menschen, die sich ganz bewusst für den öffentlichen Dienst entscheiden. Das heißt, die wollen Krankenschwester werden und gehen ins Krankenhaus, weil sie Menschen helfen wollen. Die werden Sozialarbeiter, weil sie mit Kindern und Jugendlichen arbeiten wollen und so weiter und so weiter. Das heißt, da gibt es relativ viele, ich nenne es mal so in Anführungsstrichen, Überzeugungstäter. Also die zum Beispiel eine soziale Ader haben oder im Altenheim dann arbeiten und so weiter. Und da glaube ich einfach, weil die eben die Sinnhaftigkeit ihres Tuns auch erkennen können, vielleicht auch Menschen zu helfen, das wäre ein Indikator, warum vielleicht hier der öffentliche Dienst zufriedener ist als in die Privatwirtschaft jedenfalls. So, bei den Frauen ist die Quote auch höher der Zufriedenen als bei den Männern.
Das ist natürlich schwierig zu interpretieren, woran das entsprechend liegen könnte. Vielleicht ist es einfach auch dieses Thema, dass man sich im Arbeitsleben auch durchgesetzt hat als Frau. Das kann natürlich auch dazu führen, dass man dann auch mit seiner Stellung, die man erreicht hat, besonders zufrieden ist und glücklich ist damit. Wobei wir Männer ja eher so, sage ich mal, dazu neigen, so den Wettbewerb unter uns Männern zu suchen. Vielleicht hängt es damit zusammen, ist aber, wäre jetzt auch eine schöne Geschichte gewesen, sie mit Ihnen persönlich zu diskutieren, wie ich das normalerweise dann immer mache. So, warum sind über 60-Jährige und unter 20-Jährige besonders zufrieden? Das ist natürlich auch eine interessante Frage in diesem Zusammenhang. Da finden Sie eben auf der Seite 4. Und ich denke ganz einfach, dass es damit zusammenhängt, also bei den Jüngeren, die sind froh, dass sie ins Arbeitsleben reingekommen sind oder reinkommen und also quasi jetzt die ersten Gehversuche machen und damit natürlich noch besonders motiviert sind und vielleicht auch noch sich besonders engagieren, weil sie eben noch nicht, sage ich mal, diesen Alltagstrott erleben. Und bei den Alten glaube ich einfach, dass sie wirklich, die sind schon lebenszufrieden, ne? Also bei denen ist es einfach so. Die haben dann schon alles geschafft in ihrem Leben, alles Mögliche erlebt in ihrem Erwerbsleben. Und ich glaube, sie sind einfach gelassen an der Stelle und sind vielleicht froh und dankbar, dass sie eben noch arbeiten gehen können oder kennen dürfen, so ungefähr. So, warum ist die Beschäftigtengruppe mit einem Einkommen zwischen 81 und 100.000 Euro am zufriedensten? Das ist so der klassische Fall, Maslow'sche Bedürfnispyramide. Nicht, dass ich das herleiten könnte, aber die haben mit Sicherheit alle schon mal von Maslow gehört. Wenn Sie das nicht gehört haben, dann googeln Sie mal nach. Bedürfnispyramide nach Maslow. Und Maslow sagt ja, dass Sie immer die Grundbedürfnisse befriedigen müssen, also erstmal eben essen, trinken und so weiter, bis eben in so einer Tabelle oder in so einer Pyramide ist es immer dargestellt, bis hin so Richtung Selbstverwirklichung. Und sind wir ehrlich, wer zwischen 81 und 100.000 Euro verdient, der kann sich eben schon zweimal im Jahr einen Urlaub leisten oder vielleicht sogar dreimal. Der hat vielleicht ein größeres Auto als der andere. Das heißt, alle Grundbedürfnisse sind hier befriedigt und man bewegt sich in einem Bereich, wo ich auch mir wirklich ein selbstbestimmtes, selbst ausgesuchtes, freies und auskömmliches Leben einfach leisten kann. Und das würde eben genau zu dieser maslow'schen Bedürfnispyramide passen. So, wenn wir auf die Branchenreihenfolge schauen, das ist ja die nächste Frage. Auf der Seite 5 sehen Sie das. Die Bauwirtschaft ist da ganz oben. Dann kommt die Automobilindustrie und so weiter. Ich vermute, dass die Bauwirtschaft, die auch relativ deutlich da oben steht, einfach damit zu tun hat, die sehen, dass sie jeden Tag etwas erstellen. Also wenn sie als Bauarbeiter eine Mauer hochziehen an einem Tag, dann sehen sie hinterher wirklich ihr Arbeitsergebnis bei ihnen vor Augen. Das ist eben, wenn sie ganz nach unten schauen, bei Telekommunikation und IT nicht so unbedingt der Fall. Oder eben auch ganz unten, wenn sie das dagegen halten, könnte es eben auch sein, dass hier noch die Callcenter-Mitarbeiter mit reingerechnet sind, ganz unten, was natürlich jetzt auch ein Indikator vielleicht nicht gerade dafür wäre, dass man da besonders zufrieden ist mit seiner Arbeit oder glücklich mit seiner Arbeit. So, dann haben wir die Frage nach den Gründen für eine hohe Zufriedenheit mit dem Einkommen im öffentlichen Sektor. Das haben wir auf der Seite 6, finden Sie da was, also die hohe Zufriedenheit. Ich glaube, auch wenn es absolut ja nicht die Höhe ist, also die Privatwirtschaft verdient mehr im Schnitt als der öffentliche Dienst, wobei man da immer aufpassen muss, das hängt sehr stark von der Tätigkeit ab. Einfache Tätigkeiten werden im öffentlichen Dienst doch relativ gut bezahlt, aber komplexe und ich sag mal anspruchsvolle, mit viel Verantwortung verbundene Aufgaben im öffentlichen Dienst sind im Vergleich zur Privatwirtschaft deutlich schlechter bezahlt. Ich glaube, dass dieses Thema öffentlicher Dienst hier eine Rolle spielt, deswegen, weil Transparenz herrscht. Ne? Es herrscht kein impliziter, wie soll ich es jetzt mal sagen, impliziter Neid, weil jeder ja weiß, in welcher Besoldungs- und Vergütungsgruppe man ist. Das heißt also, Transparenz herrscht dahingehend, dass jeder weiß, was der andere so ungefähr jedenfalls verdient. Und das sorgt eben dafür, dass man sich nicht reibt oder dem anderen etwas nicht gönnt oder sowas. Also dieser ja, Neid, der teilweise in privaten Unternehmen eine Rolle spielt. Also wenn Sie teilweise in privaten Unternehmen arbeiten, dann ist Ihnen sogar verboten, ganz oft arbeitsvertraglich über Ihr Gehalt mit Ihrem Kollegen beispielsweise zu sprechen. Das hat einfach auch den Hintergrund, dass man an der Stelle versucht zu vermeiden, dass man da
wie gesagt, untereinander sich was nicht gönnt oder sich reibt oder darüber herzieht, dass ein anderer 3 Euro mehr verdient als man selbst und hin und her. Also das könnte hier ein Indikator sicherlich sein, diese Transparenz der Besoldungs- und Vergütungsstrukturen. Und natürlich, was sicherlich eine Rolle spielt, eigentlich ist es so, das wissen wir natürlich nach Corona dann auch nicht mehr, dass das noch so gilt, aber eigentlich ist es so, dass man natürlich über die Tarifverträge auch immer regelmäßig, ohne dass man groß auf die Straße gehen muss, eine Gehaltserhöhung bekommt, auch wenn die nicht so riesig immer ausfällt. Aber es ist jedenfalls immer so, dass man da auch eine steigende Vergütung dann sehen kann. So, welche Altersklasse ist mit ihrem Einkommen besonders unzufrieden und warum? Das finden Sie insbesondere auf der Seite 8. Und da sehen Sie eben, das sackt dann mit dem im Alter von 21 bis 30 sackt das wieder ab. Also erst diese Euphorie mit bis 20 und 21 bis 30, da sackt das ab. Aber auch das ist ein Stück weit erklärbar. Wann kriegen Sie denn Kinder? Wann brauchen Sie das Haus, das Auto oder wie auch immer? Das ist natürlich typischerweise hier in dem Altersspanne von 21 bis 30. Das heißt, ganz klar ist es dort natürlich so, dass Sie selbst eigentlich viel mehr Geld bräuchten und quasi jetzt hier immer zusehen müssen, wie Sie sich, ja, wie Sie gerade die 3 Kinder, die Sie bekommen haben, beispielsweise durchbringen, weil Sie einfach noch nicht so viel Entlohnung einfach haben. Ich habe das vorhin so dargestellt, dass man in der öffentlichen Verwaltung über diese Dienstaltersstufen natürlich automatisch immer mehr bekommt. Sowas Ähnliches gibt es natürlich auch in Unternehmen hin und wieder mal. Und wie gesagt, das ist hier so ein Indikator dafür, dass man hier ja eigentlich den Finanzmittelbedarf in der Altersklasse einfach hat. So. Und bei 61 und älter, da sehen wir, die sind da auch eben am zufriedensten mit ihrer Entlohnung. Ja, denen ist es ja mehr oder weniger egal, die haben es geschafft sozusagen. Das könnte daraus, also wieder im Sinne auch von Maslow, das könnte man da rein interpretieren. So, dann die Frage nach, warum steigt die Motivation beim Einkommen von über 100.000 Euro an? Das ist auf Seite 11 wieder was. Und da kann man ganz einfach sicherlich feststellen, wenn Sie mehr als 100.000 Euro verdienen, dann müssen Sie hochmotiviert sein. Sie müssen sich im Kampf mit anderen Führungskräften durchsetzen. Sie müssen ganz stark ja, sicherstellen, dass Sie selbst eben diese über 100.000 Euro auch wert sind. Das heißt also, hier ist einfach Druck auch drauf. Deswegen sind Sie natürlich so motiviert, weil Sie eben auch ja, Verlustängste gegebenenfalls haben. Um da sicherzustellen, dass man in dieser Top-Klasse eben verdient, muss man eben dann auch entsprechend Gas geben. So, was können wir grundsätzlich als Führungskraft lernen? Das ist auch relativ einfach dargestellt, wenn Sie auf die Seite 13 schauen. Da ist, was motiviert Sie persönlich bei der Arbeit? Und da steht ganz oben, ganz eindeutig, ganz weit vorne, ein gutes Verhältnis zu den Kollegen. Das bedeutet, und dann kommt eine spannende Tätigkeit und dann kommt erst das Gehalt. Bedeutet, wenn ich Vorgesetzter bin, dann muss das natürlich, oder Führungskraft bin, dann muss ich dafür sorgen, dass die Mitarbeiter sich untereinander gut verstehen. Das ist gemeint eben mit gutes Verhältnis zu den Kollegen. Ich muss die Mitarbeiter so einsetzen, dass sie empfinden, dass ihre Tätigkeit spannend ist, dass sie einen Beitrag leisten können. Das heißt, nur diese ersten 2 Punkte hier auf der Liste mal zu betrachten, da kann man schon relativ viel draus lesen, was man dort eigentlich als Führungskraft tun sollte und was man eben auch unterlassen sollte an der einen oder anderen Stelle. Gut, das mal zu dieser EY-Jobstudie dann auch noch. Und als Abschluss dazu hier unsere Lernkontrolle Nummer 4. So, warum sollte die Stellenbedarfsermittlung strategisch ausgerichtet sein? Da habe ich ganz viele Aussagen zu gemacht, weil natürlich die Aufgaben und die Rahmenbedingungen sich ständig wandeln. Also es besteht immer die Gefahr, wenn ich jetzt einfach eine Stelle, die ich vielleicht, weil jemand in Rente geht, das neu ausschreibe, wenn ich jetzt die alten Inhalte der Stelle nehme, dass ich natürlich am Bedarf, am tatsächlichen Bedarf in der Organisation völlig vorbeiplane. Das heißt, strategische Ausrichtung heißt immer, brauche ich die Stelle? Muss ich sie anders beispielsweise besolden oder vergüten? Muss ich sie anders ausstatten? Was für ein Profil brauche ich denn wirklich dafür? Das ist damit gemeint, dass ich mir immer wieder die Frage stelle, wie soll eigentlich das Ganze strategisch zukünftig auch in der Organisation aussehen? Und damit geht einher, welche Stelle ich wie dort auch entsprechend dann
ausschreibe und dann das Personal dafür auch einstelle. So, Nummer 33. Eine Hochschule stellt einen Chief Digital Officer ein, um eben Verwaltungsbereiche zu digitalisieren oder so, oder Hochschulbereiche zu digitalisieren. Und um den Stellenbedarf zu quantifizieren, soll ein analytisches Verfahren angezogen werden. Halten Sie das analytische Verfahren für geeignet? Nein, hier ist natürlich ein analytisches Verfahren weniger gut geeignet. Warum? Weil wir ja hier bei so einer, ich sag mal, komplexen Fragestellung der Digitalisierung, die ja auch erst am Anfang steht, haben wir ja jemanden, der irgendwie kreativ sein müsste, der Prozesse erheben müsste, der sich einen Blick darauf wirft, der Konzepte entwirft. Also haben wir hier auch gar keine Möglichkeit von Vergleichszahlen, sowas wie Anzahl Anträge, was ich im Beispiel ja dargestellt hatte, das habe ich ja hier alles nicht. Deswegen ist sicherlich ein analytisches Verfahren hier eher ungeeignet, wenn es überhaupt durchführbar wäre. Nummer 34, warum können Personalpuffer sinnvoll sein? Und natürlich können Personalpuffer sinnvoll sein, ich habe das auch ausgeführt, weil wir zum Beispiel Folgekosten verhindern. Also bleiben Sie bei der Feuerwehr und dem Brandschaden, habe ich keine Polizei, gibt es mehr Einbrüche und so weiter und so weiter. Also Personalpuffer können sinnvoll sein, um auch Schlimmeres halt tatsächlich von der Gesellschaft abzuwenden. Oder wenn Sie jetzt dran denken, ne, Personalpuffer wären hilfreich gewesen in unseren Gesundheitsämtern zur Verfolgung der entsprechenden Infektionsketten. Gut, da hat man sich jetzt anderweitig behoben, aber auch da kann man es eigentlich am Beispiel erkennen. So, was ist im Rahmen des Funktionsvorbehalts umstritten? Auch das habe ich ausgeführt. Da geht es insbesondere um diese Reichweite des Funktionsvorbehalts, das heißt, welche Aufgaben sollen wirklich ein Beamter übernehmen und muss dann ein Lehrer ein Beamter sein oder eben nicht Beamter sein? Also die Frage ist, bis wohin sollte man da gehen? Ich habe nur ein paar Hinweise gegeben. Bei einem Richter, also mit seiner Unabhängigkeit und seiner besonderen Rolle, die er hat, der braucht auch ein besonderes Dienstverhältnis. Ich glaube, da sind wir uns einig. Bei einem Polizisten, dem jeden Tag auch im Dienst was passieren kann, der braucht auch eine entsprechende Absicherung. Und jetzt wird es schon schwieriger, also ich habe es, glaube ich, auch so ausgeführt, bei Professoren würde ich das auch noch bejahen, nicht weil ich jetzt unbedingt einen Beamtenstatus habe oder ich habe ja auch einen, aber dass ich das irgendwie propagieren würde, sondern diese Unabhängigkeit von Forschung und Lehre, die grundgesetzlich zugesichert ist, bedingt einfach auch, dass man einen Professor da auch, sage ich mal, schützt. Und deswegen ergibt es da einen Sinn. Aber ist es beim Lehrer notwendig oder ist es bei Ihnen, wenn Sie in der Verwaltungsinformatik später arbeiten, notwendig? Klar, wenn Sie jetzt argumentieren würden, Verwaltungsinformatik und Sie machen IT-Sicherheit im, sag ich mal, beim Landesverfassungsschutz oder so, dann bin ich auch wieder beim Beamtenstatus. Ja, das ist sicherlich sinnvoll. Aber ob es jetzt sage ich mal, ganz normale Betreuung einer Hotline in einer Kommune wäre, ob das dann verbeamtet werden muss, kann man sicherlich drüber streiten. So, was versteht man unter dem Begriff remonstrieren? Das haben wir auch ausgeführt und Sie hatten auch diesen Beitrag dort, den ich Ihnen reingestellt hatte. Also grundsätzlich eben unterliegt unser Beamter immer der Gehorsamspflicht. Und wenn er jetzt aber die Rechtmäßigkeit beispielsweise einer Entscheidung bezweifelt, dann muss er zwar immer noch gehorsam sein, aber er muss dies anzeigen oder er kann dies entsprechend anzeigen. Wieso meldet, macht frei. Und das ist gemeint hier mit remonstrieren. So, kann ein NPD-Mitglied Beamter werden? Begründen Sie Ihre Antwort. Also, Sie könnten jetzt wieder Ja und Nein antworten, aber Sie könnten es auch deswegen Ja und Nein beantworten. Warum? Also, wenn er gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung agiert oder diese attackiert, dann sicherlich nicht. Aber wenn er nur eben NPD-Mitglied ist aus seiner Überzeugung heraus und eben nicht die demokratische Grundordnung in Deutschland in Frage stellt, dann kann man das mit Sicherheit bejahen, dann darf er sicherlich auch Beamter werden. So, warum ist das Lebenszeitprinzip für die Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben von großer Bedeutung? Weil eben der, ich habe es gerade beim Polizisten oder bei dem Richter oder beim Professor angedeutet, weil er Beamte eben auf Dauer seiner Aufgabe unabhängig ausführen soll. Ne? Und dafür benötigt er ein Stück weit private Sicherheit und die wird über dieses Lebenszeitprinzip einfach sichergestellt. Widerspricht es dem Leistungsprinzip, wenn ein Bewerber auf eine Beamtenstelle aufgrund seines Übergewichts abgelehnt wird?
Das ist nämlich tatsächlich durchaus so. Begründen Sie Antwort. Das hängt natürlich dann jetzt ganz konkret von der einzelnen Aufgabe ab. Das kann man nicht per se so sagen. Hängt von der Aufgabe ab, hängt sicherlich auch von der Konkurrenzlage ab. Also wenn Sie jetzt Übergewicht haben und wenn Sie später oder wenn Sie verwandelt werden sollten, müssen Sie ja zu einem Amtsarzttermin, da müssen Sie auftauchen, um eben sicherzustellen, dass der Staat sich nicht mit, sag mal, Bewerbern oder Mitarbeitern belastet, die dann irgendwie sofort wieder krank werden. Es dürfte doch klar sein, wenn ein Polizist oder jemand, der Polizist werden möchte, irgendwie 180 oder 200 Kilo wiegt, beispielsweise nun mal, dann ist er natürlich für diese Aufgabe an der Stelle einfach nicht geeignet. Ja, er kann diese Aufgabe dann aufgrund seines physischen Zustandes einfach nicht durchführen. Deswegen, das ist mal von der entsprechenden Aufgabe sicherlich abhängig. So, dürfen Frauen bei der Besetzung öffentlicher Stellen grundsätzlich bevorzugt werden? Begründen Sie Ihre Entscheidung. Nein, sie dürfen nicht grundsätzlich entsprechend bevorzugt werden, weil wir eben Artikel 33 des Grundgesetzes haben. Daher heißt es auch immer eben bei gleicher Eignung, ja, in diesen ganzen Formulierungen, bei gleicher Eignung soll, ja, auch Frauen oder irgendwie sowas, aber eben eine grundsätzliche Bevorzugung ergibt sich aus Artikel 33 des Grundgesetzes sicherlich nicht. So, ein Bürger gibt dem Finanzamt seine Steuererklärung persönlich ab. Dem Sachbearbeiter fällt sofort auf, dass der Bürger sich offensichtlich verschrieben hat. Muss der Sachbearbeiter den Bürger darauf hinweisen? Ja, das muss er, weil er sonst eine Amtspflichtverletzung eben begeht. Er ist eben verpflichtet, den Bürger Ratschläge zu erteilen. Genau, das jetzt mal hier zum Abschluss dieses Abschnitts. Und jetzt kommen wir weiter zu dem Thema auch Wirtschaftlichkeiten der Verwaltung. Und da geht es dann gleich hier vorne mit einem Bezug auf das Gesetz natürlich entsprechend los. Diese Formulierung hier der Landeshaushaltsordnung Niedersachsen finden Sie in den anderen Landeshaushaltsordnungen so auch. Und auch in der Bundeshaushaltsordnung. Das ist auch der Paragraph 7, Wirtschaftlichkeiten, Sparsamkeit, Kosten- und Leistungsrechnung. Erster Teil ist hier mal das Thema Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Wirtschaftlichkeit heißt eben nicht automatisch, dass der billigste Anbieter den Zuschlag erhalten soll, sondern wenn das Verhältnis von Aufwand zu Nutzen im optimalen Verhältnis steht. Und das ist mit Wirtschaftlichkeit gemeint. Sparsamkeit meint natürlich hier, dass man jetzt irgendwie das Geld nicht aus dem Fenster schmeißt. Das dürfte schon mal klar sein. So, Sie erinnern sich da auch ganz dunkel mal an unser 3E-Modell, was ich bei Verwaltungshandeln mal eingeführt hatte. Sie erinnern sich da mit Sicherheit von Bodeus. Da hatten wir einmal diese Zielformulierung und dann hatten wir Effizienz und Kosteneffizienz und so weiter. Das hängt hier auch unmittelbar mit dran. So, für Maßnahmen von finanzieller Bedeutung sind angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchzuführen. Das heißt, in der Praxis wird das ganz oft vernachlässigt. Und da kommt der Landesrechnungshof und zieht Ihnen immer die Ohren lang. Ja, also gerade in dem Bereich, wo Sie später arbeiten, in der Verwaltungsinformatik, müssen Sie natürlich Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchführen, um beispielsweise zu ermitteln, was kostet mich denn diese Digitalisierung eines Prozesses in der Verwaltung? Lohnt es sich für uns als Verwaltung, diesen Prozess zu digitalisieren? Und da gibt es eben die entsprechenden Methoden und deswegen ist das hier auch in Ihrem Curriculum und in diesem Modul eben so ausgeprägt, dass man sich über die Wirtschaftlichkeit und Wirtschaftlichkeitsanalysen mal unterhält. Auch da gilt, das kann ich mit Ihnen jetzt nicht bis ins letzte Detail durchziehen, weil das eine richtige Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, dem Prinzip, wir werden das sehen auf den Folien, die dann da kommen, der IT-Wiebe, so heißt die nämlich, das kommt weiter hinten, müssen Sie sich jetzt nicht merken. Das ist ein Standard für IT-Wirtschaftlichkeitsbetrachtung des Bundesinnenministeriums. Wenn Sie das wirklich mal, allein das Handbuch hat, glaube ich, mehrere hundert Seiten, wenn Sie das versuchen, jetzt hier in der Vorlesung darzulegen oder umzusetzen, dann müssten wir dafür eine eigene Vorlesung machen. Das schaffen wir natürlich nicht. Deswegen ist es mir so wichtig, dass Sie die wichtigsten Elemente, Bestandteile und wie man es angehen kann, dass man das mal sieht und verstanden hat. So, dann haben wir hier das Thema die Kosten- und Leistungsrechnung war auch Teil unseres neuen Rechnungswesens. Deswegen haben Sie das ja auch in dem Curriculum als internes Rechnungswesen, Kosten- und Leistungsrechnung.
In der öffentlichen Verwaltung heißt es eben, in geeigneten Bereichen ist eine Kosten- und Leistungsrechnung einzuführen. Und die herrschende Literatur ist sich aber einig, es gab bisher noch keinen Bereich, der beweisen konnte, dass er ungeeignet sei. Und damit de facto gibt es überall irgendwelche zumindest rudimentären Kosten- und Leistungsrechnungen, die man hier wirklich auch im Kontext der verschiedenen Behörden auch immer ausgeprägt betrachten kann oder betrachtet. Ob das überall so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Also wenn ich an Ministerium denke, fällt mir das ein bisschen schwer. In anderen Bereichen sieht es anders aus. Ganz wichtig ist, dass Sie diesen Begriff mal gehört haben. Der Beauftragte für den Haushalt. Das ist nämlich eine ganz, ganz wichtige Person. Und warum der so wichtig ist oder warum sie so wichtig ist, sehen Sie hier. Also einmal ist der Beauftragte für den Haushalt dem Dienststellenleiter unmittelbar unterstellt. Beziehungsweise hat er so eine unmittelbare Anbindung, ist also auch hoch aufgehängt in der Organisation. Und der entscheidende Punkt ist auch hier in dem zweiten Absatz. Der zweite Satz: Im Übrigen ist die oder der Beauftragte bei allen Maßnahmen von finanzieller Bedeutung zu beteiligen. Das heißt, sie dürfen an dem gar nicht vorbei. Und gleichzeitig ist er auch, das ist der Satz davor, für die Aufstellung der Unterlagen, für die Finanzplanung und so weiter zuständig. Also er ist einfach ganz, ganz wichtig in dieser Organisation. So, jetzt, welche Rollen sind das? Also dieser Begriff Beauftragter für den Haushalt dürfen Sie nie wieder vergessen. Und immer merken, bei allen Maßnahmen von finanzieller Bedeutung muss man dem beteiligen. Welche Rollen gibt es da und welche Bezeichnung findet man auch in der öffentlichen Verwaltung dazu? Also in Kommunen ist es typischerweise der sogenannte Kämmerer. Das ist da einmal die Rolle, die man da sehen bzw. verstehen sollte oder haben Sie mit Sicherheit schon mal gehört. Der hat auch natürlich eine ganz besondere Rolle, weil er so ein bisschen ja, wie so ein kleiner Finanzminister dieser Organisation natürlich fungiert. Und bei Hochschulen ist es beispielsweise eben auch der Kanzler. Und das heißt aber auch immer und überall gibt es in jeder Dienststelle eine solche Rolle. Hochschule beispielsweise eben Kanzler. Wenn Sie in die Privatwirtschaft mal schauen, dann gibt es typischerweise diese Begriffe CFO, also Chief Finance Officer oder eben auch auf Deutsch gesprochen der kaufmännische Geschäftsführer oder die kaufmännische Geschäftsführerin. Also, was sind jetzt eigentlich Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit? Das haben wir hier auch schon mal dargestellt, eben eine Zweck-Mittel-Relation, das habe ich Ihnen gerade schon gesagt, nämlich ein Kosten-Nutzen-Verhältnis. Wir werden auch im Folgenden sehen, es gibt nämlich auch eine Kosten-Nutzen-Analyse und auf dieser Basis kann man eben Wirtschaftlichkeit sicherstellen, herstellen und auch bewerten. Und wir haben hier zwei grundsätzliche Unterscheidungen. Das eine ist eben dieses sogenannte Sparsamkeitsprinzip, Minimalprinzip, das heißt also Minimierung des Mitteleinsatzes und auf der anderen Seite Ergiebigkeitsprinzip, Maximalprinzip, so mit bestimmten Mitteln das Maximum zu erreichen. Und deswegen gibt es eben hier, heißt es wirklich mit den geringsten Mitteln ein vorgegebenes Ziel erreichen, zum Beispiel eben, wenn Sie eine Klausur bestehen, das eben mit dem möglichst geringsten Arbeitseinsatz in der Vorbereitung, so wie das die meisten von Ihnen ja auch immer praktizieren. Und auf der anderen Seite mit gegebenen Mitteln den maximalen Ertrag zu generieren, beispielsweise wenn wir unser vorhandenes Lehrpersonal in der Hochschule so einsetzen, damit das meiste Wissen vermittelt, generiert, sichergestellt werden kann. Es gibt da natürlich zahlreiche Probleme und Zielkonflikte, wie Sie sich vorstellen können. Wie gesagt, ich habe es eingangs gesagt, nicht der billigste ist der wirtschaftlichste. Das kann man sich schon ganz gut vor Augen halten. Und wir haben natürlich ganz viele Fragestellungen, die auch da reinspielen. Wenn Sie beispielsweise eine Straße sanieren, lohnt sich eine Sanierung oder ist gleich der Neubau eigentlich wirtschaftlicher? Ist eine energetische Sanierung wirklich dann energetisch so sinnvoll, dass sich wirklich auch die Kosten der energetischen Sanierung entsprechend amortisiert? Und so weiter und so weiter. Und es gibt auch diesen Begriff oder diesen Kontext eben viel Sparen, davon spricht man auch. Wenn Sparen zwar an sich ist ja schon ganz gut, aber der Staat ist natürlich auch Auftraggeber, Arbeitgeber, gesellschaftlicher Partner. Sie sehen das gerade wieder in Covid-Zeiten. Ja? Also das ganze Thema, was wir jetzt mit den Covid-Unterstützungen des Staates haben und heute war gerade wieder der neue Haushaltsvorschlag von unserem Finanzminister ist ja heute nicht beschlossen worden, aber auf den Tisch gelegt worden. Da sieht man ja,
dass man eben jetzt kein Geld spart und die Leute, die jetzt eben in Kurzarbeit sind, nicht hängen lässt, sondern man gibt ihnen ja trotzdem Geld, obwohl sie eigentlich nichts tun jeden Tag. Das meine ich jetzt überhaupt nicht despektierlich, das verstehen Sie hoffentlich. Das heißt, das ist ja auch ein ganz wichtiger gesellschaftlicher Konsens beziehungsweise ein gesellschaftlicher Kitt, mit dem wir hier gerade versuchen, mit ganz viel ja, geliehenen Milliarden irgendwie den gesellschaftlichen Frieden ein Stück weit aufrechtzuerhalten. Denken Sie an die gesamte geschlossene Gastronomie noch oder die entsprechenden Hotels und so weiter, ja. Also in Deutschland, da sind wir natürlich sehr großzügig, aber wir haben ganz viel über das politische System gesprochen, ne? Sie erinnern sich ganz dunkel dran in der Vorlesung Verwaltungshandeln. Und da können Sie ja daraus erkennen, dass es ganz wichtig ist, jetzt hier auch als Staat die Menschen eben zu unterstützen. Ob das jetzt alles richtig ist und ob das jetzt alles gut verläuft, glaube ich, weiß ich auch nicht. Aber da kann man das eben wieder daran erkennen. Okay, das soll es jetzt hierfür erstmal gewesen sein. Bleiben Sie gesund und mir gewogen und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis dahin. Ciao, ciao.